Hallo und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde und liebe Abonnenten unter euch, ganz klar. Hier habe ich jetzt das neue DLC runtergeladen, das neue Headhunter DLC, da oben ist es. Das, was so gelb blinkt und das ist aktuell im PlayStation Store verfügbar. Seit dem 27.11. kostet es 2,99 €, also gute 3 Euro. Und ja, wir schauen einfach jetzt mal rein und dann überzeugen wir uns selber davon. Manche Kollegen sind da nicht so großartig begeistert von dem DLC. Aber man muss ganz ehrlich sagen, was will man für 3 Euro verlangen? Das ist Pillepalle eigentlich. So, schauen wir mal. Ich habe noch gar nichts gesehen von dem DLC. Aber das DLC war relativ groß zum Runterladen. 950 Megabyte waren das. Super Spektakel! Geil aufgereiht! Heute sehen wir den Kammerjäger im Kampf gegen den gefräßigen Rocket-Gockler! Rocket-Gockler? Mein Gott, kann man das aussprechen? Was hat der für mich? Ein Ticket! Lache so dreckig! Komm! So. Munition habe ich vorher schon aufgefüllt. Geld brauche ich keins. Das brauche ich auch nicht umändern. Das passt alles soweit. Das ist ein Kuchen. Warmer Apfelkuchen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was ist hier los? Da vorne ist Mr. Talk, den kennen wir schon vom DLC, vom letzten DLC oder keine Ahnung. Was ist deine Lieblingsfarbe? Hast du den Film über den Basketball spielenden Hund gesehen? Wann war dein erster Kuss? Hast du die Fortsetzung von dem Film mit dem Basketball? Ist der Michael da von Sanctuary? Ich weiß nicht, ich glaube schon. So. Hat den in die Luft gejagt, die Sau. So, jetzt was sagst du, Mr. Talk? Hey, komm her, damit ich dir was im Vertrauen zuflüstern kann. Und das ist doch da, du Säckel. Klartext. Der Gottlerkampf ist manipuliert. Der Talk-Vorstand hat den Gottler unbesiegbar gemacht. Er soll alle Teilnehmer auffressen und uns so ein paar Klicks im Echonet bescheren. Ich will aber nicht, dass du stirbst. Weil du cool bist! Oh, Mist, ich flüstere ja gar nicht mehr! Mein Fehler! Du musst in die Küche alle kalt machen und das Essen des Gobblers vergiften. Sobald das Gift wirkt, kannst du ihn töten. Ein Backofen ist Kohle. Wenn das bei mir daheim auch so wäre, wäre geil. Jedes Mal, wenn ich es aufmache. Also mein Geldbeutel daheim ist aus Zwiebelleder. Jedes Mal, wenn man da reinschaut, da muss man heulen. So, und jetzt? Irgendwas umbringen, muss ich sagen, hat er gesagt. Den da? Ja. Den versteht man kaum, den Mr. Talk. Oh. Oh, falscher Knopf. Wah. Scheiß Kamera. Jetzt? Da oben? Oh shit. Ich bin so blöd. Scheiß Nordflieh-Raketenwerfer. Jawohl. Das soll hier die Küche sein und da soll die alle töten anscheinend. Oder 280er Gegner. Komm. Baby. Schieß Kamera. Hä? Hä? Drecksack. So. Ist die Kamera? Da war gerade noch eine Kamera.
Ich weiß nicht, was das jetzt sein soll. Ich glaube, der führt mich so nach und nach durch Arenas. Was ist das? Der Koch. Der Koch. Haha, schnell weg. Da, Arsch. Wow, zieht fast nichts ab. Meine Güte. Magische Geschosse da. Bist du der Hilfskoch, oder du Sau? Hier spricht Anton Smith, Präsident der Torque Corporation. Wenn du weiterleben möchtest, hättest du gut daran, Torques Anweisungen zu ignorieren. Die Köche sind tot. Wir können also unser eigenes Rezept für den Gobbler zubehalten. Torques Anweisungen ignorieren. Ist die Frage, was machen wir jetzt? Geht's da runter? Nee. Scheiß Kamera, wo ist der? Dreckskamera. Sollen wir es ignorieren oder nicht ignorieren? Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Verdammt, die Tür ist verschlossen. Lass mich mal mein ferngesteuertes Schlösserknack-Programm anwerfen. Ja, ich... Schlösserknacken! Es ist in mir drin! Es ist in mir drin! Schlossknacker. Kann ich die... Komm, du Drecksack. So. Da wird nichts aufgenommen hier. Teilnehmer haben keinen Zutritt zum Kühlhaus. Sofort raus! Wir müssen Fleisch für den Gobbler aussuchen. Schnapp dir die Skelettkadaver, die am leckersten aussehen. Dafür werde ich sowas von gefeiert, aber das juckt mich nicht. Na dann, dann haben wir ja nichts zu verlieren. Was hängt da? Alter, schnapp dir das Fleisch. Okay. Schnapp dir das Fleisch, du Sau. Komm, komm, komm. Zack. Schweinebacken. Ich komme. Big Mama hier runter. So. Da. Das sieht komisch aus. Ein Schlachter. Den gucken wir uns mal genauer an. Das sieht komisch aus. Du musst den Ganzsauger erledigen, du Sau. Hey, ist Kamera. So. Hey. Gucken wir uns genau an. Voll in die Fresse. Kommt nochmal einer da vorne. Ah. So. Wo ist denn das scheiß heile Zack Fleisch da oben? Oh. So, jetzt haben wir der zweite Fleischbollen. Ich geb's dir. Hey. Heile Zack. Drecksack. Drecksack, echt. So wieder. Mopsi. Was ist das? Laufband. Ah. Cool. Fall ich da runter? Oh. Ah, scheiße. Fast gestorben. So, wo ist der zweite Fleischbollen? Da hinten. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Ich weiß nicht, was du vorhast. Tribute. Tribute. Oh, fick. Geht tot. Zwar relativ gute Waffen, aber können trotzdem sterben. Das ist schon. Heile Zack. Oh, da nimmt gar keinen Schaden, oder? Ich hab's sogar der Beat drin.
Wow. Fick. Gut, ich spiele hier gerade auf Übermacht 8, das muss man schon sagen, aber... Hä? Drecksack. Mein Gott. Wow, okay. Oh, du Drecksack. Wo ist... Komm, komm, komm. Ah, das gibt's doch nicht. Ja. Selbst mit guten Waffen kann man hier sterben. Meine Fresse, muss ich halt mal die Herald auspacken hier. Wenn's mit der Biene mir weitergeht, dann muss halt die Herald ran. So. Warte, da hinten geht's weiter. Ah, scheiße. Warum lauf du? Du Sack. Ja, leckt mich alle. So. So. So, jetzt wo seid ihr? So, das war's. Gute Herald-Waffe. So. Gewalt ist keine Lösung. Das war geil. So. Schweinebacken. Wie komme ich an die Scheiße dahin? Da oben, irgendwo hoch. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Jetzt haben wir es gefunden. Was ist das? Ist blöd oder was? Hä? So. Jumping Jack Flash. In the kitchen. Als Präsident verlange ich zu erfahren, was der Kammerjäger im Backstage-Bereich verloren hat. Ich sorge nur ein bisschen für Abwechslung. Ihr Job hier ist nicht für Abwechslung zu sorgen. Ihr Job ist, ihre Muskeln zu spannen und Luftgitarren-Solos hinzulegen, Sie Idiot. Ihre Muskeln zu spannen, jawohl, geil. Hä? Das war vorher zu? Ach so, okay. So, jetzt muss man in die Kitchen. Mal wieder zurück, hä? Wo ist die Kitchen? Da oben vielleicht? Hä? Auf zum fröhlichen Hacken! Auf zum fröhlichen Hacken! Ja, du Arsch! Jetzt. Sagt der Hackfresse zu mir. Ach so, da wird's zerhackt. Der Hacken, der Hacker! Klipperkotze da unten. Ein richtiger Auflauf hier mit Augen. Stoßstecher-Nöster. Mein Gott. Hem. Scheiß Kamera. So. Gucken, wo die Nester versteckt sind. Ah, darüber. Was liegt da? Ah, Iridium. Da geht's nicht weiter. Da ist die Klipperkotze. Voll. Hier sind die Sprengsätze ausgegangen. Also werde ich diese Tür per Fernbedienung öffnen, ohne sie hochzujagen. Ja, am Arsch. Das waren jetzt keine Springladungen, gell?
Ist klar. So, Waschmaschine mit Kohle. Du weißt schon, dass du auf einen Idioten hörst, oder? Waschmaschine mit Granaten wäre nicht so toll. Technologie erfunden und sie uns dann für $12 und einen High Five verkauft. Wir haben ihn nur zu PR-Zwecken behalten. Aber jetzt brauchen wir euch beide nicht mehr. Tribut, töte sie! Tribut schon wieder. Heiler, zack. So, das war's mit Tribut. So. Eierknacker für dich! Aha. Ein Punkt für mich, 0 Punkte für Tribut. Ne, eigentlich war es jetzt 1:1. Die haben mich schon mal erledigt, die Schweine. So, und ich glaube, da vorne geht's weiter. Aber wir machen jetzt hier mal einen Cut. Und dann sieht man sich im nächsten Teil wieder. Also, bis gleich oder bis später.